Guten Abend, herzlich willkommen. Ja, in einem Monat ist Heiligabend. Die meisten Kinder schreiben schon fleißig Wunschzettel. Um auch Kindern sind, eine kleine Freude zu machen, haben sich Eltern der Kita am Brandenbusch in Essen was einfallen lassen. Sie haben in der Flüchtlingsunterkunft am Kloster Schür Wünsche gesammelt, sie auf Sternen notiert und in der Kita aufgehangen. Jeder kann also einen Wunsch mitnehmen und ihn erfüllen. Ja, eine tolle Aktion von der Kita. Löchrige oder zugewucherte Gehwege, kaputte Straßenlaternen und wilde Müllkippen. In Essen können Sie solche Mängel per App melden. 4 Jahre nach dem Start der App zieht die Stadt Essen jetzt eine positive Bilanz. Als Aktionskünstlerin testet sie seit Jahrzehnten Grenzen aus und ist für ihre spektakulären Performances in der ganzen Welt bekannt. Marina Abramović, 75 Jahre alt, ist eine Ikone der modernen Kunst. Im New Yorker Museum of Modern Art hat sie sich zum Beispiel 3 Monate lang einzelnen Besuchern regungslos gegenübergesetzt. Einfach so. Zurzeit unterrichtet sie Studierende der Folkwang Hochschule der Künste in Essen. In Workshop erarbeitet sie mit ihnen eigene Performances. Ja, und eine sehr intensive offenbar. Was passiert eigentlich, wenn der eigene Vierbeiner stirbt? Ob Katze, Hund oder Pferd? Für die meisten Tierhalter ist das Tier ja ein Teil der Familie, von dem man sich würdevoll verabschieden möchte. Seit den 90er Jahren ist es möglich, Tiere in Deutschland einäschern zu lassen. Mittlerweile gibt es tatsächlich einige Tierbestattungshäuser. Eins davon ist in Bochum. Das hat sogar sein eigenes Krematorium in Niedersachsen. Mal schnell einen Antrag stellen, in der Hoffnung, dass er zügig bearbeitet wird. Pustekuchen. Ob Behörden, Ämter oder Gerichte, die Bearbeitung von Anträgen dauert oft sehr, sehr lang. Durch Corona und Krankheitsfälle. Richtig ärgerlich wird's, wenn einem dadurch Geld flöten geht. So wie bei unserem Zuschauer Steffen Christ aus Herne. Er ist Vermieter und hat sich bei uns gemeldet. Stinksauer, weil er wochenlang vom Amtsgericht nichts hört. Er hat nämlich eine Räumungsklage eingereicht. Denn sein Mieter ist verschwunden und zahlt seit längerer Zeit keine Miete mehr. Der folgende Film sollte eigentlich ein Beitrag über eine Spinnenausstellung werden. Mit den größten Vogelspinnen der Welt. Ja, und dann treffen wir überraschend die kleine Elisa. 8 Jahre alt. Sie glaubt, dass so eine Vogelspinne ein total tolles Tier ist. Naja, und so ist aus einem Film über die Spinnen- und Insektenausstellung in Bochum ganz spontan eine Folge für unsere Serie Das tollste Tier geworden. Mit Elisa und Lisbeth. So heißt die Spinne. Ja, Chapeau, ganz schön mutig, hätte ich mir nicht getraut. Ruhiges Herbstwetter hatten wir heute. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier sind die Aussichten für die nächsten Tage. Und das war's von uns für heute. Hier geht's jetzt gleich weiter mit der Tagesschau und Abenteuer Erde. Die Sambia, es geht um Sambia, Königreich einer Leopardin. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.